Hallo und herzlich willkommen wieder bei EP13. Hier ist aber der 158. Ja, ist wieder mal Wochenende ran. Wir haben es geschafft, die Woche überstanden und können uns jetzt wieder so ein bisschen dem Spielen hier widmen. Erstmal vielen Dank für eure Kommentare. Bodo hat mir hier auch entsprechende Vorschläge gemacht, dass ich das verändern soll, um in Harzgerode und mal ausprobieren soll. Also ich habe es erstmal soweit geschaltet, habe auch erstmal Testlog fahren lassen, soweit haut das alles hin. Wir werden sehen, ich hatte das eigentlich so ähnlich ganz am Anfang gehabt, bloß ich glaube, ich habe die Kontakte übereinander gehabt. Vielleicht lag das daran, dass da die eine oder andere Lok das alles überfahren hat oder weiß ich. Werden wir sehen, werden wir nachher die weiteren Abläufe hier machen. Ich will jetzt bloß nicht dazwischen hauen, sonst kommt man das halt mit die Fahrstraßen wieder durcheinander. Ich denke mal, wird sich denn ausstellen. Wenn ja, lasse ich das natürlich, wenn das alt funktioniert. Wenn nicht, dann mache ich es erstmal wieder mit dem Haltsignal und vielleicht fällt mir da so ja noch was ganz anderes ein. So, unser nächstes Problem, das ist jetzt natürlich, was wir angehen wollten, um unser Bahnhof Urstedt. Da wollten wir jetzt hin. Und da ging es ja darum, um diese Güterabfertigung. Denn es wartet ja nach wie vor unser Zug noch an der Brücke. Da steht dann noch unser erster Güterzug, der kommt ja. Der ist noch relativ kurz mit 4 Wagen. Wenn wir da mal 5 oder 6 Wagen dran haben, dann hätten wir auf dem kleinen Stück, so wie wir es bis jetzt gebaut haben, wirklich absolut keinen Platz. Erst recht keinen Platz zum Rangieren. Das habe ich vorher das nicht bedacht. Das war etwas unüberlegt, ungeplant, die Sache. Aber wir können das ja alles korrigieren und verbessern und berichten. Darum sind wir ja auch hier in der Bastelstube, dass wir uns das so lange hinbasteln, bis es funktioniert. So, und da habe ich jetzt einfach Folgendes gemacht. Ich habe einfach die Sache hier erweitert. Also hier den Prellbock rausgenommen und den Bahnübergang hatte ich ja sowieso noch nicht zugeschaltet und so weiter, darum ist das hier erstmal nicht weiter relevant. Habe aus der Weiche einfach, aus dem Schienenstück, was hier hinter kam, das war eh nur dieses kleine Stück hier, habe aus denen eine Zweierweiche gemacht und habe einfach dann miteinander verbunden, hat wunderbar geklappt. So, und damit haben wir jetzt hier die Möglichkeit, dass der Güterzug bereits schon hier einfahren kann. Jetzt kann man die Wagen dementsprechend hier auch abstellen. Die Lok kann hier rüber. Dort natürlich auch wieder gedreht werden, kann hier zurückfahren und kann hier wieder raufkoppelt an und kann dann weg. Und jetzt haben wir natürlich so ja die Möglichkeit, dass wir sagen können, okay, Güterzug fährt hier rein. Eine B- und Entladung dauert sowieso ein bisschen länger alles. Und dass denn unterdessen der nächste Zug bereits schon kommen kann. Das müssen wir mal sehen, wie wir das alles jetzt miteinander verschalten. Denn der nächste Zug darf ja wirklich nur kommen, wenn hier ein Güterzug eingefahren ist. So, dann lassen wir die Lok einfach hier stehen. Zwar vielleicht schon abgekoppelt, aber dass die eventuell dann nur bis hier vorrückt. Kriegt ein Rangiersignal hier hin. Das ist jetzt erstmal meine Idee. Kriegt ein Rangiersignal hier hin und wartet ab. So, der Personenzug kommt. Der macht hier seine Kehrtfahrt, setzt sich hier ran, koppelt ab, fährt wieder los und in dem Moment können wir entscheiden, wann er das machen soll, kann die Lok frei bekommen und macht dann ihr Ding hier. So, dann müssen wir nur entscheiden, ab wann darf sie hinterherkommen oder wie weit reicht die Zeit denn aus. Denn in dem Moment, wenn der andere Personenzug hier runterfährt und ein anderer ist unten nachgerückt, dann haben wir nämlich ein Problem am Hintern. Und zwar, wenn wir mal gucken, Berghain. Ja, wenn nämlich hier drinnen schon ein Zug steht und wartet, der kriegt ja dann grünes Licht, sobald der hier einfährt. Und wenn dann der Güterzug losgefahren ist, dann Prost Mahlzeit, treffen sich beide in der Mitte.
So, eine Möglichkeit wäre, dass, ja, wie bringen wir ihm aber bei, dass der nicht beim ersten Zug losfahren soll, wenn hier einer steht, sondern erst beim zweiten. Und ich denke mal, das wäre zu kompliziert. Vielleicht wäre eine Lösungsmöglichkeit, dass wir an der Brücke, Moment mal, vor oder hinter der Brücke eine Ausweichstelle machen. Ja, würde sich vielleicht anbieten, hier gleich. Ist denn Brücke, ist so circa die Mitte. Hier, das würde sich doch vielleicht anbieten, dass wir hier eine Ausweichstelle machen. Das heißt also, solange wie dieser Abschnitt bis vorne zum Bahnhof besetzt ist, und das wird ja sein, wenn hier ein Güterzug fährt, dass der Zug, der von hier kommt, warten muss. Und, ja. Dann hätten wir aber, ach doch, das könnte dann klappen. Selbst wenn dahinter ein anderer Zug steht, dann jagen wir den nämlich auch los. Wenn das auch ein Personenzug ist, oh, dann müssen wir hier wirklich, dann entsteht hier so ein Wartepunkt. Dann entsteht hier ein Wartepunkt. Also ich weiß jetzt im Moment noch, ich habe auch noch, jetzt wirklich noch ja keine Zeit gehabt, um die Sache zu schalten. Wisst ihr was? Wir werden erstmal eins machen, dass wir überhaupt weiterkommen. Und zwar den Güterzug hier oder die Schaltung für diese Güterzüge erstmal sagen, wenn die hier rüberkommen, dann sollen die natürlich hier über diese Weiche fahren, soll die Weiche rumspringen und am Zugende soll sie erstmal wieder gerade springen. Genau, und das werden wir ihm erstmal mitteilen, ja. So, wo ist mein toller Superbahnhof hier? Da unten. Okay, das heißt also, als allererstes werden wir hier ein Signal setzen, Kontaktpunkt für die Weiche. Das heißt, hier brauchen wir jetzt die Weiche. Und zwar diese, setzen den für diese Richtung und zwar nur Filter GU. So, und die soll dann auf Abzweig gehen. Ja, ist wieder mal klar. Meine Schienenbauerei hier. Gut, soll denn auf Abzweig gehen. Das heißt, so wie sie jetzt ist. Genau. Genau. Machen wir. Ja, die Schranken machen wir sowieso später. Naja, gut. So, dann brauchen wir natürlich nochmal einen Kontaktpunkt, dass der die gleich wieder schaltet auf Fahrt und zwar bei Zuschluss. Okay. So, und den schieben wir natürlich dann hier hin. So, damit wäre die Sache erstmal erledigt. Dann sagen wir ihm hier oben. Bis wohin lassen wir ihn denn jetzt vorrücken? Ja. Wir dürfen den nur bis hierhin vorrücken lassen. Genau. Das heißt also, da brauchen wir, da packen wir ihm erstmal ein Rückkehrsignal hin. Ja. So, das wäre dieses. Okay. Packen wir hier hin, sagen hier mal, machen wir mal hier 5 Meter draus. Verzögerung mag jetzt erstmal noch nicht mit drin. So, Vorsignal, das machen wir, das schieben wir ruhig, der kann ja ruhig schön langsam darin fahren, ja. Wir sind ja hier beim Pferderennen. So.
Das müsste jetzt soweit erstmal funktionieren. Und natürlich soll er auf jeden Fall Halt bekommen. Das heißt also gleich mal Signal. Und zwar musstet immer auf Halt fallen, wenn er das Ding verlässt, ja. So rum, ne? Genau. Das ist die 173, ja, stimmt. So, also so wie er hier drüber ist, fällt das Ding wieder auf Halt. So, dann schalten wir den auch mal gleich auf Halt. So, dann brauchen wir eine Abkopplung. Das heißt also, wir brauchen Fahrzeugkontakt. Und zwar auch hier und nur aus dieser Richtung. Und wir sagen ihm, vorne soll er erstmal abkoppeln. Und dass er die Dinger gleich hier aktiviert wieder. Weiß ich jetzt ja nicht, ob das geht. Machen wir mal 10 Sekunden. Das müsste ausreichen, wenn der da rangefahren ist. Dann sollte das eigentlich reichen. Das ist richtig rum. So. Jetzt mal ziemlich weit vorne. Abkoppeln. Halten und abkoppeln. Okay. Probieren wir das erstmal so weit aus, dass das funktioniert. Das heißt, wir schalten jetzt erstmal unser Signal hier an der Brücke wieder auf Fahrt. Na, wo ist unsere Brücke her? Okay, wir schalten das erstmal wieder auf Fahrt jetzt. So, und das haben wir ja auf Halte schalten, ne? Ja, da kann also nicht schief gehen. Dürfte nicht schief gehen. Und wir gucken uns die Sache mal an. Brücke. Jawohl, er fährt. Kann man wieder zurück in unseren Bahnhof. Ich wollte hier sowieso auch noch eine andere Kameraeinstellung machen. Jetzt dadurch, dass ich das alles ein bisschen verbaut habe hier mit die. Ja, das Signal steht da nur richtig bescheuert hier. Das Signal steht da nur richtig bescheuert. Was hat denn da? Steht ja versteckt hier hinter, Mensch. Entweder muss ich den noch weiter vorziehen. Das ist ja doof. Das ist ja doof. Den Platz brauche ich hier auf jeden Fall. Dann stelle ich das. Ach nee, das auch nicht. Ja, dann muss ich das doch ein bisschen weiter vorziehen. Machen wir es so. Und den natürlich auch weiter zurück hier. Und dann machen wir keine 5, dann machen wir nur 3 Meter draußen. Ja, mal gucken, bis dahin. Hier ist der Haltepunkt, also können wir den bis hierhin ziehen. Und dann glaube ich, dann sieht das schon ein bisschen besser aus. Ja. Das ist eh kleiner als das und dann macht sich das besser, wenn das davor steht hier. Genau. So, dann werden wir mal gucken. Ja. Der müsste ja gleich an die Röhre kommen. Wir werden mal vorsichtshalber, dass wir auch sehen, dass der hier die Weiche umschaltet und dass der dann hier reinballert, wenn er mal kommt. Ist das schon zu sehen hier? Ja, da kommt er. So, dann hoffen wir, dass das klappt. Route 3 ist es und GU, die Bezeichnung hat er auch. Das war, glaube ich, doch früher so, wenn die Züge ab und angekoppelt haben, dass die dann andere Namen gekriegt haben. Ne? Aber das scheint auch alles weg zu sein. Ich habe das damals gar nicht so ausprobiert.
Die müssen wir aber, der muss sich auf jeden Fall langsamer reinfahren, das ist Fakt. Das ist Fakt. Ja, der kann hier nicht rindonnern hier in der Schräglage. Ja. So, mal gucken, was er uns hier mitteilt hier. Hinten ist er noch angekoppelt. Ne, beide hat er gelöst. Sind beide gelöst. Gut. Der nächste Schritt wäre, jetzt müssen wir uns entscheiden, warten wir jetzt wirklich hier auf den nächsten Personenzug oder lassen wir ihm dann gleich fahren. Na, ich werde den mal noch mal nach hinten schieben, dass wir noch mal den kompletten Ablauf dann haben. So, wir könnten aber auch so machen, dass das vielleicht ein bisschen interessanter wird. Ach nee, den kann man nicht wieder zusammenschieben. Ja, das können wir machen beim anderen Zug, der dann auch diese Silo-Wagen hier hat. Dass wir dann erst sagen, er soll hier den zweiten oder dritten Wagen abkoppeln, soll bis vorfahren, soll zurückfahren, unterdessen kann der Personenzug kommen, soll wieder ankoppeln, soll dann alleine vorfahren und wechseln. Ich bin schon wieder in andere Gefilde dran her. Okay, also man kann hier noch eine ganze Menge machen. So, jetzt sollen wir mal gucken. Ja, wir lassen ihm jetzt erstmal gleich fahren. Denn auch wenn jetzt ein Zug hinterherkommt, ist das ja erstmal kein Problem, aber wir müssen irgendwie eine Besetzanzeige machen, und zwar hier vorne hin. Da vorne muss man eine Besetzanzeige machen, und zwar so wie ein Zug in diese Richtung fährt. Ja, genau. Oder ein Zug hier drüber fährt. Das wird es sein. Genau. Wenn ein Zug hier drüber fährt, dann muss da auf jeden Fall das Signal auf Halt fallen. Ja, wir können es auch ruhig schon vorher machen, denn es ist egal. Ein Zug kann nur kommen, wenn hier irgendwas drin steht, beziehungsweise wenn Güterzug da ist. Also werden wir das hier hin machen. Das heißt, wir brauchen hier einen Kontakt und wir müssen jetzt irgendwo verstecken. Und am besten machen wir das mit dem Signal. Und ich glaube, da hat Helmut, der hat dort eine wunderbare Idee gehabt. Denn weil das ja nur ein kleiner Augenblick ist, wo der Zug darüber fährt, mit Lua-Gleis besetzt, kann ich das nicht machen. Zumindest fällt mir da jetzt keine Möglichkeit ein. Ja, wir werden es so machen. Ich habe eine Idee. Ich glaube, das hatte Helmut in irgendeinem Video, hat er das gezeigt gehabt. Und zwar werde ich mal hier einfach nur eine Schiene hinpacken. So, die werden wir ein bisschen tiefer setzen. Die setzen wir einfach mal auf 0. Genau. Dann ist die nämlich auch nicht mehr zu sehen. Dann setzen wir hier ein Signal auf. Da spielt das eigentlich keine Rolle mehr, was wir da nehmen für ein Signal hier. Nehmen wir mal ruhig ein Lichtsignal hier. Ja, was für uns ist eigentlich völlig Schnups. So. Und jetzt hier mal dem Signal einen Halt. Das heißt also, wenn ein Zug hier drüber fährt. Genau, hier drüber fährt. Signal. Von dem her. Ist eigentlich egal, ob wir in eine Richtung oder in beide Richtung machen.
Auf jeden Fall macht der das Signal auf Halt. Okay. Jetzt setzen wir uns hier vor. Setzen wir uns. Setzen wir uns auch ein Signal. Und zwar. Lieber mal hier hinsetzen. So. Oh, oh. Bodo, schimpf nicht schon wieder, wenn ich jetzt das falsche Signal habe. Ich will hier auch mit der Geschwindigkeit runtergehen, aber das wird bestimmt hier jetzt das falsche Signal wieder sein. Ich will, dass er hier mit 40 Sachen nur über in den Bahnhof reinfährt und nicht hier mit voller Kanne. So, aber zumindest müssen wir ihm jetzt erstmal sagen, wenn das Signal hier, zwar ist das ja die, oh Moment, welche war das jetzt? Das ist die 175. Okay. Die 175. Ja doch, will ich doch machen. 175. Fahrt es, dann Fahrt, wenn Halt es, dann Halt. Okay, probieren wir das aus. Zack, ist Halt. Und damit ist das Ding auch auf Halt. Fahrt. Und damit ist das Teil auch auf Fahrt. Genau. So, und das kriegt aber nur Fahrt. Nur Fahrt, nur Fahrt, wenn. Könnten wir eigentlich hier machen. Solange wie der hier rumrangiert, hat er immer noch Halt. Und erst wenn er von hier da lang fährt, dann könnten wir das auf Fahrt machen. Genau. So, haben wir noch das dritte Signal drin, vorsichtshalber, ja. Das ist die 174, genau. Und wir werden das dann nämlich hier machen. Ziemlich weit vorrücken. Und sagen dann hier Fahrt. Ja, andere Richtung, Kumpel. So. Ja, das wäre natürlich auch schöner Blödsinn, ne? Der fährt raus und der kriegt Fahrt. Junge. Ne, wenn der hier rinfährt und angekoppelt hat, dann kriegt der dort Fahrt. Genau, so rum. Ja, richtig. Fährt der hier rein und koppelt an, kriegt der Fahrt und der muss sowieso warten. Hier kommt er dann die Fahrtumkehr. So müsste es funktionieren. Gut. Dann probieren wir das mal aus. Ach so, nee, jetzt müssen wir erstmal noch die andere Schaltung machen, dass er hier losfährt. Und wenn der GU kommt, der muss auch hier rüber. So, jetzt müssen wir aber erstmal gucken, was wir hier jetzt Schaltungstechnik gesagt haben. Ja. Und zwar, hier hat er schon umgeschaltet auf Rangieren 1. Heißt also, wir müssen, weil der ja eine andere Route beim Zurückfahren nehmen muss, auf Rangieren 2. Wir brauchen also noch hier einen zweiten Fahrzeugkontakt. Genau, den brauchen wir hier noch. Rangieren 2.
Und der setzt ja in Bewegung. Was setzen die in Bewegung? Was macht denn der? Ach, die Fahrtrichtungsumkehr. Genau. Ja, den können wir auch sagen, alle. Das ist ja Quatsch. Sparen wir unseren Kontakt hier. Das ist ja nur die Fahrtrichtungsumkehr. Also alle Züge. Gut, damit werden sie beide auf der Bühne gedreht. So, das Ding sagt hier, bewegt die Drehscheibe. Alle, richtig. Also können wir das auch lassen. Hier drinnen, was macht der? Ach, die Fahrtrichtungsumkehr müssen wir natürlich auch jetzt auf alle schalten. Diesen Kontakt. Wieso anhalten? Achso, die Drehscheibe. Ja, der bedient wieder die Drehscheibe, also auch alle. Okay. Wo ist der Kontakt für das Signal? Dass das freischaltet. So, das haben wir bestimmt gemacht, die Einfahrt. Ja. So, das haben wir erstmal. Moment. Ich wollte aber gucken, da haben wir nichts weiter drunter. Da haben wir auch nichts weiter drunter. Ne. Gut, das haut also hin hier. Ja. Oh, das war zu weit hier. Ja. Wieso springt das immer her? Okay. So, das müsste also klappen. So, dann fährt er nachher wieder raus. Führungschen 1 und schaltet die Fahrstraße 1. Jetzt nehme ich los. Hier müssen wir jetzt aufpassen. Der Rangierer 1 schaltet die Fahrstraße 1. Wo ist er denn? Haben wir denn hier unsere Fahrstraßen hier? Hier fängt sie doch an. So. Fahrstraße 1 fährt darüber. Dort. Da sind die ganzen Haltepunkte und die muss er erstmal hier umgehen. Das heißt, wir brauchen noch eine zweite Fahrstraße. Eine zweite Fahrstraße, das heißt, bis da vorne hin. Also setzen wir noch einen Endpunkt, der bis hierhin geht. Hier wird sie aufgelöst. Ja. Wir können sie schon vorher auflösen, sonst schaltet nachher die Weiche nicht um mehr. So, jetzt nehmen wir hier hin. Dazu muss jetzt aber die Weiche auf gerade sein. Das als Schutzweiche. Absweich. Mal wieder aufpassen, ja. Fahrt. Sollte eigentlich gerade sein. Mal gucken denn. Nochmal. So, die muss auf Fahrt sein. Das ist richtig. Das wird uns gleich hier unser Programm sagen, ob wir alles drin haben. Und die muss auch auf Fahrt sein. Das ist eigentlich auch richtig, weil ja hier der Kontaktzugschluss die umgeschaltet hat. Okay, ja, dann gucken wir mal, was jetzt passiert. Einmal und zweimal. Fahrstraße ist erzeugt. Mal hingucken. Das wäre diese. Genau, wunderbar. Wunderbar. So, und das wäre jetzt nämlich die zweite. Das heißt also, wenn er hier abgekoppelt hat und fährt hier drüber, kriegt er die Bezeichnung Rang 2. So.
Rang 2. Das machen wir mit Fahrzeugkontakt. Tja, und wie ich jetzt gerade, wenn ich auf die Uhr gucke, dann ist die Sache hier schon wieder mal gelaufen. Denn wir haben unsere Zeit schon wieder um. So, und ich sage ja einfach, für Routen alle erstmal, das spielt eigentlich keine Rolle, doch. Für Route 3, das sind unsere Güterzüge, und der bekommt dann Rang 2. Wir müssen eigentlich Rang 3 machen. Genau, werden wir auch machen. Weil die 2 haben wir nämlich schon unten. Also sagen wir hier Routen. Routen bearbeiten und sagen hier. Rang 3. Ich wollte hier keine ändern, sondern ich wollte eine neu machen, ja. Nochmal. Routen. Rang 03 hinzufügen. Okay. Ja, dann geht wirklich, dann können keine Verwechslungen entstehen. So, das heißt also hier zu Rang 03. So. Damit haben wir das erstmal festgelegt. Dürfte eigentlich jetzt nicht schief gehen. Jawohl. So, der fährt hier rein, kann wechseln. Und hier müssen wir ihm jetzt sagen, wieder Signal. Nimm dieses Signal und sagen ihm an dieser Stelle ja. Für Rang 3, für Route Rang 3, die Fahrstraße 2. Voilà, das war's. So, ausprobieren haben wir es morgen. Morgen haben wir Samstag, da werde ich auf jeden Fall wieder einen Film machen. Ja, und da werden wir dann diese Geschichte erstmal ausprobieren, ob er dann geradeaus fährt. Und dann müssen wir natürlich die Schaltung hier hinten, das, was wir hier veranstaltet haben, das müssen wir dann nochmal auf diesen kleinen Stücke machen. Das heißt, er muss ja hier wieder rein und muss dann hier ankoppeln. Lassen wir uns überraschen. Ich denke mal, aber bis jetzt sollte es eigentlich funktionieren. Und dann können wir uns den Kopf machen. Ihr könnt mir auch mal Vorschläge machen, ob wir unterdessen hier einen Personenzug einfahren lassen, aber wie wir denn nachher eine saubere Reihenfolge wieder hinkriegen und dann eventuell, ob wir eben eine Ausweichstrecke hier bauen wollen. Das, was ich noch verändern will, ich werde hier den Güterbahnhof, den werde ich hier mit hinziehen, damit ich den Bahnsteig ein bisschen verlängern kann, denn das ist nämlich auch ein bisschen enge geworden hier. Okay, ich denke, auch wenn es jetzt 3 Minuten länger ist, ich habe ja schließlich die ganze Woche nichts gemacht. So, ja, hier unterlichtet Signal, wunderbar. Und es ist nicht zu sehen. Hat alles geklappt. Gut, tschüss, sagt euch Walla 158. Bis morgen, bye bye.